Die Sonne tritt den geordneten Rückzug an, und zwar am Donnerstag über Deutschland, aber nicht überall. Wir schauen uns jetzt mal anhand der Sonnenstunden an, wo die Sonne tatsächlich einen Rückzieher macht. Und das ist eben im äußersten Norden und Nordwesten der Fall. Da gibt es nur noch 1 bis 3 Sonnenstunden. Dann schließt sich so ein wechselnd bewölkter Streifen an, wo es aber noch insgesamt ziemlich freundlich aussieht mit 4 bis 7 oder 8 Sonnenstunden. Und dann etwa südlich der Mittelgebirgsschwelle, da ist noch der Himmel ungestört blau, beziehungsweise die Sonne scheint fast ungestört mit 9 bis 10 Sonnenstunden, also das maximal Mögliche. Woher kommen diese Wolken? Natürlich aus Norden bzw. Nordwesten. In diesem Modelllauf sind vor allem die hohen und mittelhohen Wolken dargestellt. Da fällt dann später auch an der Küste ein bisschen Regen. Die tiefen Wolken sieht man hier nicht, die schauen wir uns dann gleich an, nämlich da kommt die Sonne auch am schlechtesten durch. Aber der Donnerstagvormittag startet hier im Nordwesten eben schon mit diesen aufziehenden Wolken. Ansonsten sieht es doch eigentlich überall in Deutschland freundlich aus. Das hier sind eben nur ein paar dünne Schleierwolken. Am Nachmittag rutscht das Ganze schon ein Stück weiter nach Süden und dann fällt eben auch hier ein bisschen Regen, aber die Betonung liegt auf ein bisschen, also viel kommt da nicht runter. Und das sind jetzt die eben schon angesprochenen tiefen Wolken. Hier steht Hochnebel, aber das gilt eben auch für die tiefen Wolken, da kommt die Sonne nicht mehr durch. Das heißt, am Nachmittag gilt etwa von der Odermündung bis zum Niederrhein und nördlich davon, dass die Sonne komplett weg ist. Die Temperaturen sind so ähnlich wie in den vergangenen Tagen, auch Dauerfrost, richtigen gibt es nicht mehr, aber 0 bis 5 Grad oder 6 sind es für die meisten und am wärmsten wird es hier am südlichen Oberrhein, aber auch auf den Nordseeinseln mit bis zu 7 Grad. Der Freitag bringt dann insgesamt dichtere Wolken, wieder ein paar Spritzer Regen im äußersten Norden. Hier sieht es relativ freundlich aus, aber auch da wieder, wenn wir uns die tiefen Wolken anschauen, da sieht man doch, dass die Sonne noch mehr auf dem Rückzug ist und das bei Temperaturen zwischen 1 und 8 Grad.